ein. Ich will noch mal etwas sagen, was dazu, was der eigentliche Grund ist für diesen Besuch heute beim Gesundheitsamt hier im SUW. Es sind drei Gründe. Der erste Grund: Ich möchte Danke sagen für die Arbeit, die hier geleistet worden ist in den vergangenen Wochen. Das war eine nicht einfache Arbeit, mitunter schwierigen Bedingungen, aber diese Arbeit hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir diese Fortschritte machen konnten und dass wir jetzt heute an der Stelle stehen, an der wir stehen. Das Infektionsgeschehen hat sich beruhigt, die Zahl der Neuinfektionen ist deutlich zurückgegangen. Und ich möchte einfach ein ganz großes Dankeschön sagen für die tolle Arbeit, die hier geleistet worden ist, hier in diesem Gesundheitsamt, aber es gilt auch natürlich für andere Gesundheitsämter in ähnlicher Weise. Der zweite Punkt: Ich wollte mich heute informieren über die ganz konkreten Abläufe vor Ort. Und es war auch spannend, was ich heute hier erleben konnte, hat mir einmal mehr gezeigt, wie flexibel die Verwaltungen reagiert haben. Ein großes Kompliment an die Kreisverwaltung, an den Landrat. Wir haben das ja eben beim Rundgang erlebt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Bereichen, die hier eingesetzt werden. Also auch das war beeindruckend. Und der dritte Grund, weshalb ich heute hier bin: Ich wollte auch informieren über das, was wir tun werden, um den öffentlichen Gesundheitsdienst zu stärken. Es ist ein gemeinsames Ergebnis von Bund und Ländern, dass der ÖGD insbesondere personell kurzfristig gestärkt werden soll, weil nämlich der öffentliche Gesundheitsdienst in den nächsten Wochen eine enorme Bedeutung haben wird in dieser Phase, in die wir jetzt eintreten. Wenn wir über Lockerungsmaßnahmen sprechen, dann wird es ganz wichtig sein, dass vor Ort dieses Thema Kontaktnachverfolgung und Unterbrechung von Infektionsketten sehr effektiv gemacht wird, und das erfordert natürlich Ressourcen, und deswegen wollen wir den ÖGD stärken. Aber ich sage ausdrücklich, der ÖGD muss auch über diese Krisensituation hinaus gestärkt werden. Und ich will ein paar wenige Punkte kurz erwähnen, die wir jetzt machen werden. Zunächst einmal ist vorgesehen, dass es für jeweils 20.000 Einwohner jeweils 5 Personen geben soll, die diese Kontaktnachverfolgung betreiben. Unterstützung bei Bedarf, also wenn regional wir ein besonderes Ausbruchsgeschehen hätten, dann kann unterstützt werden, auch durch Externe, zum Beispiel die Bundeswehr. Wir unterstützen mit einem Projekt, das nennt sich Containment Scouts. Es werden bundesweit 105 mobile Teams gebildet, a 5 Personen. Und die können angefordert werden über das Robert-Koch-Institut bei Bedarf. Also es soll eine Unterstützung sein und wird von Bundesebene finanziert. Darüber hinaus gibt es ein Projekt, das ist ein Projekt über den Bundesverband der Ärzte des öffentlichen Dienstes, das heißt Medis for ÖGD. Und zwar Studierende, die Interesse haben, zeitweise mitzuarbeiten, hier im öffentlichen Gesundheitsdienst, werden geschult und vermittelt. Es gibt eine Freiwilligkeitsbörse, und es haben sich schon über 2000 Freiwillige gemeldet. Und dort haben sie dann die Möglichkeit, auch Kontakt aufzunehmen mit Freiwilligen aus der jeweiligen Region. Ganz aktuell im Corona-Gesetz, das nächste Woche im Deutschen Bundestag auf der Tagesordnung steht, ist vorgesehen, dass beim Robert-Koch-Institut eine Kontaktstelle mit 40 Mitarbeitern geschaffen wird. Das heißt, es sind dauerhafte Ansprechpartner für die Gesundheitsämter vor Ort. Auch das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag, um eben sie in ihrer Arbeit zu unterstützen. Und wir wollen, dass dieses DEMIS, ein automatisiertes elektronisches Meldesystem, umgesetzt wird, dass es schneller und einfacher geht, die Meldeketten umzusetzen, also vom Labor über das Gesundheitsamt und Land zum Robert-Koch-Institut. Und die Gesundheitsämter sollen unterstützt werden mit bis zu 150.000 Euro Bundesmitteln,
um Software, Hardware entsprechend anschaffen zu können. Das sind die vielleicht wichtigsten Punkte, die jetzt an